Um 11.01 Uhr löste am Sonntag die Leitstelle Zwickau Alarm für die Feuerwehr in Glauchau aus. Gemeldet wurde der Brand eines leerstehenden Wohnhauses Johannisecke Sonnenstraße. Das Feuer hatte sich in der ersten Etage des Wohnhauses in voller Ausdehnung ausgebreitet. Innerhalb kurzer Zeit hatten die Feuerwehrleute den Brand im Griff. Nachdem das Feuer zum größten Teil liquidiert wurde, mussten die Einsatzkräfte schwelenden Müll beräumen. Neben der Feuerwehr von Glauchau war der Atemschutzwagen der Feuerwehr Merane im Einsatz.